Hallo Leute, der Sorir. Willkommen in die nächste Folge Ark Tiamat. Und ihr seht's, ich bin mal wieder unterwegs. Ja, nichts mit Bauen gerade. Erstmal in der Folge nicht bauen. Es wird bald Abend und dann langsam dunkel werden. Aber ich dachte, ich gucke mir noch ein bisschen die Map an. Ich habe die Nacht so eingestellt, dass sie kürzer sein soll. Ich hoffe, das funktioniert. Ich hoffe, das funktioniert auch mit der Folge, so wie ich mir das jetzt gedacht habe. Wir werden es einfach mal sehen. Ich bin auf jeden Fall jetzt mal unterwegs in das Gebiet da drüben. Will mal in die Kälte gucken, ob irgendwas anders zu sehen ist. Ansonsten habe ich nämlich tatsächlich schon angefangen, beziehungsweise das Fundament, die Foundations liegen. Allerdings bin ich am Ende dazu übergangen, die einfach nur mir herzuschicken. Sonst wäre ich irre geworden, weil ich wirklich am Rand drei Teile übereinander gestapelt habe. Also es ist unglaublich viel. Ich musste da richtig hoch. Das war richtig aufwendig, ja. Deswegen. Aber wir haben es geschafft. Mit Cheaten ist das jetzt auch kein Problem. Und ja, genau. So, und da vorne gibt es Wasser. Cool. Ja, ich glaube, das Gebiet da vorne wurde nämlich auch überarbeitet. Und da will ich jetzt mal hin. Vielleicht habe ich in den Medium Torbogen mitgenommen. Sehe ich gerade. Vielleicht finde ich ja sogar ein rentables. Mal gucken. Auf jeden Fall schön, dass du dabei bist. Ich hoffe, es gefällt dir. Ich freue mich natürlich wie immer über jedes Like, jeden Kommentar und gerne auch ein Abo, wenn du keine Folge mehr verpassen willst. Und das ist hier definitiv neu. Oder ich war ja noch nicht, aber ich glaube, ich war hier schon. Sieht cool aus. Okay, guck mal, hier ist Herbst. Und da ist dann Schnee. Ich habe ein bisschen an den Grafikeinstellungen gedreht. Irgendwie ist war der eine Regler, den man immer auf Max stellen musste, nicht ganz auf Max. Deswegen sah es vielleicht noch ein bisschen schlechter aus. Ich hoffe, dass es jetzt noch mal ein gutes Stück besser geworden ist von der Grafikqualität. Riesen Eisblock hier. Riesen Schnee und Schnee und Eis hier, alles gefroren. Weil es gar nicht so kalt ist. Zumindest friere ich nicht, was ich aber ganz angenehm finde, sonst wäre es natürlich nämlich schnell sonst hätte ich schnell ein Problem, dann müsste ich hier schnell wieder raus aus dem Gebiet. Allerdings scheint hier noch nichts gespawnt zu sein. Uns mal auf den Weg nach oben und gucken mal. Okay. Ah, hallo. Mapgrenze. Okay. Heran und dann muss ich jetzt hier durch die Kälte wühlen. Sieht cool aus. Oh, die Bäume mit dem Schnee, also weiße Bäume, nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Sehr cool. Bin begeistert. Wasser wieder. Allerdings scheint da unten auch noch irgendwas noch nicht gerendert zu werden. Wump. Jetzt ploppen hier Sachen rein. Hier stimmt also irgendwas auch mit dem Wasser noch nicht. Okay. Das scheint hier noch nicht so richtig fertig zu sein. Weil der okay ist, ist ja Work in Progress.
Skulpturen. Ich finde es krass, dass hier manche Sachen einfach so von sich aus selber leuchten. Das dürfte vor allem nachts ziemlich cool aussehen, auch wenn sonst die Ark ja nachts wirklich, wirklich duster ist zum Teil. Also da ist ja wirklich, siehst die Hand vor Augen nicht. Und hier geht es ja wieder wump runter und da ist wieder ein See. Und der nächste Bogen. Eisig ohne Ende. Das ist immer noch abends. Wie spät haben wir es denn? 19:25 Uhr. Da soll vermutlich auch Wasser sein. Und da ist ein. Oh, ein Tier! Ein Tier! Ein X-Bodyuino, auch krass. Megatherium. Hier ist was. Ist das Öl oder ist das Wasser? Oder? Ich glaube, sowas war Öl. Terrazino. Den. Da hatte ich schon mal einen gesehen. Oh, was ist denn hier mit den Bäumen passiert? Oh, guckte mal da unten. Schneeulen? Nee, X-Argentavis? Also diese X-Viecher, da habe ich keine so allzu guten Erinnerungen dran. Die waren stärker und bringen dir genau nichts, wenn du sie zähmst. Wobei in Weiß, muss ich sagen, und ein Rex Level 40. In Weiß ist natürlich schon cool. Im Schneegebiet, weißer Adler. Das finde ich cool. Aber ja, also dass diese X-Tiere sind aus meiner Sicht. Also von mir aus könnten sie wegbleiben. Ich brauche sie nicht. Weil sie eben wirklich beim Zähmen überhaupt nichts bringen. Sie sind einfach nur viel, viel schwerer. Und das ist was im Singleplayer. Da ist, naja, da kann ich drauf verzichten. Da vorne ist die Burg. Können wir gleich mal gucken, ob die schon weitergebaut ist. Der eine Teil war ja noch etwas unfertig. Hier unten ist offensichtlich Wasser. Das steht der Rex im Wasser? Oh, ich weiß das jetzt gar nicht so genau. Eine Brücke, die eine Riesenschlucht überspannt. Man sollte nicht drei Worte auf einmal in eins packen. Das funktioniert nicht. Ja, ich glaube eher, hier ist noch nicht so richtig fertig. Hier das vorne auch noch nicht. Okay. Der Teil ist hier noch nicht weitergemacht. Da führt es auch noch etwas ins. In den Felsen rein, um es mal so zu sagen. Also da waren ein paar X-Argentavis. Mal gucken, ob wir hier noch andere Tiere sehen. Vielleicht ein paar normale Argentavis. Hier ist neblig, auch super. Im Nebel kann man sich so gut umgucken. Das funktioniert da so gut. Mehrere von den Felsbrücken, da habe ich jetzt schon einige hier gesehen. Ist das ein Riesenfußabdruck hier oder? Ich weiß es nicht. Genau, da unten dieser. Staudamm oder so. Und dann ist irgendwo da hinten ist meine Basis und wird meine neue Basis, wird meine Burg gebaut. Okay, hier ist das Wasser noch nicht sauber.
Aber das kommt bestimmt dann alles noch. Da sehr zuversichtlich. Das ist auch hier bei Sonnenuntergang. Da werde ich auch Schluss machen mit der Aufnahme, mit dem Rundflug. Weil einfach, wenn es dann dunkel wird, dann wird es richtig dunkel. Und dann macht es auch keinen Sinn, euch was zeigen zu wollen, wenn ich selber gar nichts sehe. Ich will mal darüber nochmal in das Gebiet, mal da gucken, ob da noch irgendwas ist. Aber hier scheint sich noch nichts getan zu haben. Ah ja, guck mal, wie schnell die Wolken jetzt rauschen. Jetzt wird es dunkel. Jetzt dürfte die Zeit nämlich vergehen. Ich habe nämlich die Geschwindigkeit für Nacht hochgestellt. Oder? Oder ist das nur, weil es regnet? Also, dass die Nacht schneller vergeht und der Tag, den Tag habe ich verlangsamt. Einfach weil, ja, arg nachts macht für Aufnahmen keinen Sinn. Einfach weil du nicht siehst. Und auch in der Aufnahme dann nicht siehst. Und das ist natürlich relativ unsinnig. Da ein Wetterumschwung haben wir gerade. Ein Schneesturm ist aufgezogen. Und das in der beginnenden Dunkelheit. Na, das kann ja super werden. Bäume hier. Sieht auch cool aus. Oh. Map. Map-Ende. Anscheinend. Denke ich zumindest. Oder gemachtes Gebiet-Ende. Ich weiß es nicht. Aber fliegen wir mal lieber nicht weiter. Hier, guck mal, wie schnell der Schnee gefallen ist. Ich bin schon fast eingeschneit. Helft mir raus. Helft mir raus. Mal gucken, ob wir da durchkommen. Ist hier wirklich schon die Map zu Ende? Ja. So weit hier drüben war ich noch nie. Schon außerhalb der Map oder so. Hast du eigentlich noch Fleisch? Nee, du hast gar kein Fleisch mehr. Sagen, da müssen wir uns mal was suchen und mal was erledigen. Hier ist noch nichts. Das macht es ein bisschen schwierig. Ich fliege mal eher wieder Richtung, ein bisschen Richtung tatsächlich Map. Wo hoffentlich was ist. Vielleicht. Sabertooth Level 40. Okay, mit dem will ich mich jetzt eigentlich nicht unbedingt anlegen. Tech Prosau. Hier haben wir auch ein Tech Stego Level 42 und Level 10. Die Stegos können einen jetzt irgendwie festhalten und dann hat man keine Stamina mehr. Das scheint auch neu zu sein.
Nee, 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 nee. Das Stamina regenerieren. Mal bitte. Gut. Stamina regenerieren. Naja, ist halt keine Angriffsmaschine. Der Veteraner dann. Erledigt. Und dann können wir uns da gleich ein bisschen Fleisch holen. Hab nämlich nichts mehr. Also ein Terraner dann hat nichts mehr. So, wir haben sogar rohes Filet bekommen. Auch nicht schlecht. So, ich wollte jetzt gucken, ob es hier noch irgendwas gibt. Ob es hier zufällig Argentavis gibt oder so. Aber sieht nicht so aus. Also die 3x Argentavis war bis jetzt das einzige, was ich gesehen habe. Und, mal ganz ehrlich, nee, lasse ich die Finger von. Und auch Sabertooth. Noch mehr Stegos. Eine Menge Stegos. Okay. Also ich würde mal sagen, hier sind wir durch. Und hier können wir... Hier drüben scheint nichts mehr zu kommen, oder beziehungsweise das Gebiet noch nicht gemacht zu sein. Und dann scheinen hier... Oh. Hier ist ein Loch. Loch im Boden. Vorsicht. Großes Warnschild aufstellen. Loch im Boden. Da ist er überhaupt noch nicht fertig, da an der Seite, aber okay, das ist ja auch in Ordnung. Dann ist hier geht's über anscheinend in den Wüstenbiom, würde ich mal vermuten. Das ist alles noch unfertig. Ich glaube, da liegt noch jede Menge Arbeit vor der Entwicklerin. Aber ich meine, wenn sie es Stück für Stück macht, ist das ja völlig in Ordnung. Ja, finde ich ja super. Und dann kann man immer was Neues entdecken. Das Schneebiom jetzt. Und vielleicht findet man ja... dann finde ich ja noch irgendwo noch ein paar mehr Argentavis, die auch nicht X sind. Das wäre meine Hoffnung. Aber aktuell erstmal nicht. Und dann werde ich jetzt mich jetzt erstmal zurück machen zu meiner Basis, zu meiner neuen. Und dann ja, warte ich mal noch die Nacht ab. Und dann geht es nämlich in der nächsten Folge dann tatsächlich ernsthaft mit Bauen weiter. Ich bin schon sehr gespannt, was ich da fabrizieren werde. Und wie es dann aussieht und natürlich dann auch, wie es euch gefällt und wie es mir gefällt.
Und das wird sich dann zeigen. Ich meine, ich muss dann im Zweifelsfall so lange dran rumbasteln, bis ich sage, so, jetzt gefällt es mir. Oder bis ich sage, so, jetzt habe ich keinen Bock mehr weiterzumachen. Das reicht jetzt. Aber das werden wir alles noch sehen. Das werden wir alles noch erleben. Ich sage dann jetzt schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich gucke mir hier nochmal um. Gibt es hier? Ne, das sind alles, das ist alles nur Kleinzeug. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und dann, wie gesagt, die große Baufolge oder die erste große Baufolge oder so. Ich bin mal gespannt. Ja? Also. Fliegen hier noch ein bisschen. Muss ja noch nach Hause.